Herzlich willkommen, Leute, zu Crossfire NA. Gut, wie ihr ja alle wolltet, spielen wir jetzt einfach wie im Alten wieder Crossfire. Auch mit einer niedrigen Auflösung, so wie man es ja angefangen hatte, machen wir es auch weiter. Gut. Dann werfen wir einfach mal eine Nade. Hier werden auch schon die ersten vernichtet. Und warum wir das auch auf einer niedrigen Auflösung spielen, ist, weil es nicht anders geht. Damn. Ich habe viel zu lange kein Crossfire mehr gezockt. Wunderbar. 60 FPS habe ich. Wirklich, das ist echt sowas von. Wie soll ich den da treffen, Mann? Das ist ein kleiner Pixel. Außerdem spiele ich mit einem anderen MISC, oder wie man das auch immer nennt. Und ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock auf Crossfire. Also klar, doch, ein bisschen schon. Aber gar nicht mal so sehr Bock, dass es mich reizt. Es ist so... Zwar die erste Liebe, aber es ist eine Crap-Liebe, weil ich habe eigentlich normalerweise 200 FPS und hier habe ich das jetzt eben halt nicht. Ich habe hier 60 FPS und das ist einfach so räudig. Also wirklich, es leckt wie Sau. Wenn ich nicht aufnehme, habe ich dann 45 FPS auf einer hohen Auflösung. Also diese 1980, 20 zu 1000, was weiß ich. Und das ist einfach nur Bullshit. Und ich meine... Naja, ihr wolltet Crossfire, ihr kriegt Crossfire auf dem alten Channel. Aber ihr solltet auf jeden Fall mal Serious Mode besuchen. Demnächst werden auch neue Videos kommen. Ich weiß nicht, CSGO ist noch nicht ganz fertig. Ich habe dann die erste Montage, da wo wir eigentlich nur throwen und so, das ist alles. Ich versuche hier auch mit der normalen M4 und mit der Desert zu spielen. Das ist alles ein bisschen laggy. Selbst auf niedriger Auflösung. Aber ey, wenn ich hier in die Ecke schaue, habe ich 60 FPS, meine Liebe. Nade rüber. Oder ist schon gut. Okay. Long Distance habe ich so oder so keine Chance. Aber ich versuche es hier einfach mal. Psst. Psst. Hört ihr wen? Ich auch nicht. Oh mein Gott. Eine Leiche. Ganz nice, ich habe hier einen Charakter gesehen. Ein Charakter. Oh shit, ich bin der Letzte. Psst. Ah, scheiße, der hat mich gehört. Shit. Oh. Ah! Psst. Oh shit, Alter. Das alles ein bisschen sehr laggy. Ja, geil. Wurde ich gekickt? Nein. Hab ich hier noch irgendwas auf den MISC? Oh ja, ich habe noch meinen alten Channel. Nice. MISC? Nennt man das? Nee, Makro. Makro. Oh, Dude. Aber wie auch immer, ja. Das ist Crossfire. Das bin ich. Und das sind meine Dudes und mein... Der hier ist AFK und der hier ist AFK. Wundervoll. Wundervoller Blick. Tja. Deswegen spielt man Crossfire. Ich verstehe es echt nicht, warum ihr noch so addicted zu Crossfire seid. Klar, ich spiele es ab und zu noch. Meine Freunde haten mich auch dafür, aber ist dennoch so. It's an old channel. Es ist trotzdem so, dass es eben halt kein doller Reiz mehr ist, weil ich habe keine Community, mit der ich das zocken kann und meine Freunde, meine Community sind meine besten Freunde und wir zocken eben halt in CSGO. Und ja, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Ich meine, das ist auch nicht wunderschön, wenn man hier so eine Gaming-Maschine hat, aber man kann damit echt einfach kein Crossfire zocken. Also gescheit auf jeden Fall nicht, selbst Egypt, als es mal auf 200 FPS lief. Da konnte ich das sogar noch zocken. Mit 200 FPS. Aber es leckte eben halt trotzdem. Und das war einfach nur Scheiße. Scheiße wie Sau. Und das macht dann einfach gar keinen Bock. Okay, hier kommt gleich ein Dude. Komm schon. Oh Mann. Aber ich meine, der wahre Skill kommt ja von denen, die das auf einer Lone Resolution gezockt haben.
Aber ich bin auch ein Captain, oder was das auch immer sein soll. Also diese zwei Silberpommes. Darüber habe ich mich so gefreut. Ich habe dabei nur eine Trollrunde gemacht und dann... Boah, damn, Level up. Easy. Oh, da war ein Typ. Oh, shit. Los, rein mit dir. Was? Ja, toll, wie ich die Waffe habe. Scheiße! Na komm. Ich könnte auch eigentlich mal wieder mit der M14 ballern. Das bockt mich. Oh, hey, was ist das für Barrette? Ah, da war ich doch sogar noch dabei, als die Barrette rauskam. Und die TRG 21 oder wie die auch immer heißt. Ich habe vorhin eine FRF2 Frozen gesehen. Die war richtig nice. Ich habe eine AWM dabei. Tja, ja. Übrigens, es ist wirklich sehr schwer zu spielen. Ich meine, 30 FPS gerade, okay, jetzt hat sich's eingerenkt. 60 FPS. Oh, 25. Oh. Gleich ist es eine Dia-Show. Und gleich auch noch eine PowerPoint. Danke, dass du mich gerettet hast. AK? Psst. Oh, shit. Oh, shit, ich hab mich selber geflasht. Krank. Der Dude ist da, oder? Ich camp einfach hier. Der ist da nicht. Okay, die sind da. Okay, ich hab's verstanden. Eine Minute. Komme ich jetzt von da oder komme ich lieber nicht von da? Ich könnte hier noch hoch, falls ich das schaffe. Oh mein Gott. Ach nö, ich save. SA? Was soll SA bedeuten? Oh, Scheiße! Scheiße! Ich hab doch gar keine Chance, Mann. Jetzt kommt er mit seiner scheiß Anaconda. Oh mein Gott, hinter mir. Zwei Kugeln! Okay, doch nicht. Wo ist denn der Dude? Oh shit. Oh! Oh! Scheiße! Oh mein Gott! Shit. Den Teebagger ich. Den Teebagger ich. Ja doch, ich kann alle Makros spielen lassen. Alles über CF-Reviews, Let's Plays, oh mein Gott. Das ist so, wenn man dann zurückschaut, ist es doch ein bisschen unangenehm. Auch wenn dann andere Leute so, ey, ich hab mal Crossfire angeschaut auf YouTube. Ey, was ist da? Blablabla. Ey, bist du Tivus? Ja, Mann, ich bin Tivus. Können wir bitte über was anderes reden? Das ist echt nicht angenehm für mich. Und, oh, du bist Tivus? Damn, nice, dude. Damn, da. Shit, hier ist wieder. Der hat eine Bulle! Okay. Oh, ich bin sogar der Beste! Obwohl ich mit dieser Low Resolution spiele. Hier kann ich campen. Und wenn der kommt, baller ich ihn. Oh shit. Drei gegen. Wie viele können im anderen Team sein? Acht, ja. Sechs.
Komm! Dude, ist da wer? Oh mein Gott. Ich bin das Problem. Was für ein Motherfucker. Der hätte mich sowas von hören müssen, ey. Was ist das? Ein bisschen zu intensiv, die Smoke. Hallo? Da unten ist wer? Oh mein Gott! Damn! Heckler und Koch MP7A14 auf Hofa. L4, Alter. Okay, ist ein scheiß Score, aber ich meine, yo, hier sind lauter Blättchen, Pommes und was weiß ich. Okay, mein Team dominiert eher mit den Rams. Aber da ist auch ein Stern im Gegenüber. Der müsste eigentlich schon so gut sein. Außerdem spiele ich total scheiße. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh shit. Ah! Shit! Okay. Sorry, Team. Sorry, Team. What the fuck? Was wurde zensiert? Oh, die M4 Pink fand ich auch ganz nice. Die habe ich auch. Wie heißt die? Obsidian Beast. M4-1. M4-1 Pink hätte ich auch gern. Und die Flower? M4-1 Flower Power oder sowas? Ich weiß nicht, irgendwie so eine pinke Waffe. Mit einem Schalldämpfer dran. Die war auch echt nice. Ja, ja, altes Crossfire. 13-5. Ich fasse es nicht, dass ich Ace bin. Meine Güte. Dafür, dass ich das so unregelmäßig spiele und auch noch auf so einer scheiß Resolution. Glaub aber auf EU, ich spiele es ja NA-mäßig. Ich glaube aber auf EU sind die besser. Oder in EU, wie man auch immer dazu sagt. Auf EU, auf den EU-Servern, wie auch immer. Ha. Ich glaube, da sind aber mehr Deutsche und da ist auch eine größere Community als hier. Please shut up and just play. Ich würde gerne wie in CSGO hier einfach mal die Waffen behalten können, wenn man eben halt die Runde gewonnen hat, also überlebt hat. Und auch dieser Voice-Chat fand ich echt nice. Schade, dass es das hier nicht gibt. Ich dachte, Crossfire entwickelt sich eigentlich so, dass man später laufen kann, aber ich sehe nur in diese Special Modes wie, was weiß ich, wie die heißen, diese Race oder was auch immer. Das war so abgespaced. So eine Surf-Modes gibt's ja. Oder sowas. Dann hat man ein Surfboard, auf dem man ridet. Oder ein Motorrad. Was so abgefuckt ist, weißt du? Weil das ist so... What the fuck? Also ich meine, Crossfire war ja allgemein geil wegen Ghost-Mode. Das habe ich so gefeiert, wirklich. Immer als Global Risk oder Blacklist, Bunnyhop oder nicht Bunnyhop. Wie auch immer, man... Das war einfach so nice. Und jetzt ja gar nicht mehr. Crossfire geworden ist. Band 2. F11. Aber ich meine, ganz ehrlich, schreibt's mal in die Kommentare, was ihr eigentlich von Crossfire noch haltet. Ich meine, spielt ihr EU oder NA? Ich meine, mein Account in NA ist nicht Weltwert. Und das kann ich einfach so nicht aufgeben, sonst würde ich EU nur noch... Ich glaube, EU ist auch nicht auf 200 FPS bei mir, weil NA und EU, also das Einzige, was sich daran unterscheidet, ist, dass sie einen anderen Server haben und eben halt ein bisschen andere Waffen, aber mehr ist das ja nicht. Was so eine Kacke, wirklich. Okay, defensiv. Und ich bin auch so stolz über meinen Kukri, ich habe so wenig ZP-Waffen, ohne Spaß. Dabei habe ich so viel Scheiße reingesteckt. Zumindest er für mich Gold wert, auch wenn ich nur mit der M4 und der Desert spiele. Weil snipern kann ich nicht und mit der Desert kann ich eigentlich auch nichts ballern. Das sind alles nur Luckshots, was ich mit der Desert mache, aber okay, das mache ich jetzt. In der Hoffnung, dass ich irgendwen treffe.
ey, ist die Bombe verloren gegangen. Dann können wir hier eine reinflaschen. Hier noch eine Nade. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt gleich wer. 3, 2, 1. Wo ist meine AK? Oh shit. Oh. Was für ein Recoil die AK Gold hat, wirklich. Wow. Da, die FRF 2 Frozen. Genau, die meinte ich. Die war echt nice. Oh mein Gott. AK-47 Dragon Spoke? What the fuck? Hat der die? Oha. Na, ich hasse diese Dudes, die immer einen sehen mit VIP und dann so sagen, oh, give me VIP, dude, give me VIP. Bang. Ich weiß noch nicht, ist da so ein großer Reiz, dass ihr Let's Plays oder sonst wie was von Crossfire sehen wollt, weil ich kann ja keine Waffen reviewen, wenn ja alles so crap-mäßig ist und ich auch nicht am aktuellsten Stand bin. Auf den aktuellsten Stand bin. Außerdem, garantiert sich das überhaupt? Wer weiß das? Flash! Und rüber. Oh, hab ich auch noch einen? Ja, ich hab einen Spray. Oh, diese Hitbox, Alter, das war so falsch. Das war von Grund auf falsch. Transylvania? Knights, Paranos. Oh Mann, Alter. 60 FPS. Was für eine Lüge. Oh ja, jetzt habe ich 60 FPS. Aber man hatte Crossfire wirklich mit so einer Low Resolution gespielt, ey. Ich erinnere mich noch 1024 zu 800 oder so. Was war das? So hat man angefangen und damals haben die Lags gar nicht gestört. Dann, wenn man erst aufrüstet und dann sowas wie Battlefield zocken kann, so flüssig auf 60 FPS, dann ist es so, wenn man zurück zu Crossfire geht auf seinen Crap-PC, boah, niemals, das habe ich damals so gespielt. Und damals war Crossfire schon flüssig mit 30 FPS in dieser Dia-Show. Okay, da ist jemand von uns. Die sind alle on A. Ach, ich habe das C4, super. You have now level 3 bomb tech achievement, you will improve time in C4. Oh shit, und da kommt er. Boah, was für ein Jumpshot! Meint ihr, ich kann. Oh mein Gott! Okay. The Fuse. Now. OMG. Punk. OMG. Oh shit. Ich hab nicht mal ein The Fuse Kit. Wie teuer sind die Scheißteile? Ja, man sieht. Oh mein Gott, hat der nicht die Heckler und Koch? Die Heckler und Koch MP7? Dude, drop. Drop. Drop the base! Fire in the hole. Oh my god!
Mein Dude lenkt ab. Ah, scheiße! Scheiße, super scheiße! Ah, super. Hey, der verdient gar nicht die M4A1 Ping. Würde mich so freuen, hätte ich die. Ohne Spaß. Wir dann diesen 1000 ZP haben. Ah ne, 1000 sind ja gar nicht mal viel. Ja, auf jeden Fall genug ZP haben. 5 Millionen. Das wäre auf jeden Fall echt nice, Mann. Wäre ich echt zufrieden. Dann würde ich, glaube ich, Crossfire jeden Tag suchten. Aber ich habe auch in den letzten Wochen echt wenig gezockt. Na doch, in den Ferien ein bisschen. Aber ja. Aber ich erinnere mich noch damals auf meinen alten Channel. Also auf diesen Channel. Da habe ich mich gefreut, dass ich 15 wurde. Meine Güte, und jetzt bin ich schon 19. Was zur Hölle, das ist so ein Zeitsprung. Das glaubt man gar nicht, ey. Da ist so viel Scheiße passiert. So viel Scheiße. Und ey, mit 14 oder 13 habe ich begonnen, so die ersten Videos zu machen. Und dann, ich bin schon echt stolz auf mich, als ich damals so, boah, 22 Abonnenten. Und dann habe ich mich richtig, ich hatte richtig Depression, als ich dann so gesehen habe, Scheiße. Ich habe 2 Abos verloren, nur noch 20 Abonnenten. Soll ich mit YouTube aufhören? Damn, son. Scheiße, bin ich so kacke auf YouTube? Oh, die Leute mögen mich nicht. Von 22 YouTube, 22 Abonnenten. Abzüglich 2 hatte ich so eine Depression. Ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war da so sad. So, oh mein Gott, nein, ich habe 2 Abos verloren. Mann, scheiße, soll ich jetzt... Oh, 10 FPS, 1 FPS. Dia-Shows. Soll ich jetzt YouTube weiterführen oder nicht? Scheiße, Mann. Flashbomb! Fire in the hole! Bitte. PC, was tust du dir an? Und es ist auch komisch, dass hier 13 Runden sind. Wirklich. Sind also eine maximale Anzahl von 20. Verschied. Jetzt! Ah! Scheiße! Ah, nee. Caster Crow hat bekommen. Die M4 Pink ist auch schnickel. Kann man die noch bekommen? Das muss ich gleich mal anschauen. Oh mein Gott! Woher bekommt man die Waffe? Oh mein Gott! Wer do you got the M4 Jewelry? Wie schreibt man das? Jewelry? Damn, son! Scheiße, von wo bekommt man die? Die ist ja nice. Die war voll kawaii. Kawaii? Ist doch so low, wenn man mit einer AWP kommt und kein Skill damit hat. Vor allem zu einem 1-on-1. 1-on-1. 1-on-1-on. 1-on-1-1. Flashbomb! Geh ich doch wieder da? Fire in the hole! Oh shit, wo ist meine M4? Scheiße! Fire in the hole! Ich bin doch gehört. Bullshit. Dieses Kukri Red Crystal finde ich auch nicht geil. Ohne Spaß. Kukri hat echt an seinen Wert verloren. Auch so Kukri. Kukri Beast oder sowas? Infernal Beast. Wachen. Sind auch Bullshit geworden. Aber da habe ich wirklich sehr viel Mühe reingesteckt bei den Reviews von den VIP-Waffen. Die erste rauskam, ich glaube, das war die Wild und die Beast, AK-47 Beast und Wild. Da habe ich mich so angestrengt, ey, das glaubt ihr gar nicht.
sicherlich mich so irgendwie 3 Tage davor vorbereitet so ein Skript reingehauen. Hallo, herzlich willkommen, Leute, zu Primus LP. Bla bla, neues Video, neue Waffe, neues Glück. Und jetzt ist einfach so lapidar, so ein Bullshit, was ich mir anschaue und dann gleich erröte. Gleich leicht erröte, gleich leicht erröte. Leicht, leicht, reichs, reichs erröte. Scheiß drauf. Granatenkill. Tja, ja. Und das war's mit Crossfire. Einem Let's Play, was längst überfällig gewesen wäre hier. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einfach ein Like da lassen. Aber es wäre natürlich viel besser, würdet ihr das auf dem alten Account meiden und auf den neuen Account, wie Serious Mode auch in der Beschreibung steht, dann einfach reinhauen. Ja. Oh mein Gott, was es für geile Waffen gibt. Akimbo! Akimbo Dual Chris. Nice. Oh mein Gott, die M4-1 Phoenix hätte ich auch gern. Alle normalen M4s mit geilen Skin. Alle. Und Scar und Red und Ork A1. Ja, alle. FRF2 Rusty war auch geil. Bla 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 bla. Okay, ja, damit beende ich das Video. Und lasst doch... Nein, nicht auf diesem Video, bitte. Geht auf den anderen Channel. Bye, Leute.